Die Schneiders Gartensiedlung in Sudenburg ist ein richtiges Schmuckstück, bis auf einen kleinen Schönheitsfehler. Das Haus Brunnerstraße 36 will so gar nicht dort hineinpassen. Wir haben versucht, den Grund dafür herauszufinden. Wer regelmäßig die Volksstimme liest, wird sich vielleicht wundern, aber es handelt sich beim abgebildeten Haus wirklich um die Nummer 36 und nicht die 20. Das Karree mit der Nummer 36 gehört zu einem ganzen Schwung solcher Häuser zwischen Brunner- und Dürerstraße, die in den 30er Jahren im Stile des neuen Bauens errichtet wurden. Gebaut wurden sie von der Bauhütte Magdeburg GmbH, die auch Eigentümer der meisten Häuser war. Nicht so die Nummer 36, die gehörte gleich einem Privatmann. Nach dem Krieg gingen die Häuser in das Eigentum des VEB Mitteldeutsche Heimstätte über. Dabei fällt beim Blick in alte Adressbücher auf, dass die Nummern 36 und 38 bis Anfang der 50er Jahre unbewohnt waren, was auf kriegsbedingte Schäden schließen lässt. Bis nach der Wende waren jedenfalls alle Häuser in der Brunnerstraße voll vermietet. Das ganze Ensemble steht als Kulturdenkmal unter Schutz. Die GWA Sudenburg bemüht sich seit längerem um die Nummer 36, die als einziges Haus seit 20 Jahren leer steht und unsaniert aus dem Rahmen fällt. Also tatsächlich, es ist wirklich ein Schandfleck und ich beobachte das schon seit vielen Jahren, habe das auch an unterschiedlichen Stellen immer wieder versucht anzusprechen, zuletzt in der Gemeinwesenarbeitsgruppe in Sudenburg, gerade weil wir hier unten ja an der Halbe auch getagt haben und es passiert einfach nichts. Ich habe vor 2 Jahren eine Anfrage dazu auch gestellt, die hieß so Brachen, Schrottimmobilien in Sudenburg und betraf auch noch andere Gebäude. Anfrage im Stadtrat? Ja, genau, eine Anfrage im Stadtrat und da war dann aber die Stellungnahme der Verwaltung aus dem Baudezernat, dass aus Datenschutzgründen also nichts über Eigentümer gesagt werden kann. Insofern war also auch dort nichts zu erfahren. Sonst wäre mal die Idee gewesen, die GWA oder Stadträte, also ich hätte das gern gemacht, schreiben dann mal einen Brief oder wenden sich an den Eigentümer, um mal klarzumachen, woran das hier liegt. Weil es ist ja tatsächlich so, die gesamte Siedlung ist schick saniert, steht ja sogar teilweise unter Denkmalschutz. Ja, ist ja das Haus hier auch? Meines Wissens ja. Also eigentlich die gesamte Siedlung steht, ist ja ein Karl-Kreil-Bau, als in den 20er Jahren errichtet worden, ist ja auch schick saniert worden. Die Besitzer haben in den letzten Jahren alle so ein bisschen, also der Siedlung an sich gewechselt, ja, über Baubikon, Pirelli, jetzt ist es wohl die Deutsche Wohnen. Aber was dieses Haus anbelangt, kenne ich nur Gerüchte. Ich bin also auch letztes Jahr, im November war es, habe ich mich eingeladen bei der Deutschen Wohnen, weil ich dachte, wenn die hier so benachbarte Häuser haben in der Siedlung, der größte Wohnungseigentümer sind, vielleicht haben die ja eine Ahnung oder es müsste die ja auch interessieren, dachte ich, dass ihr Nachbarhaus vernünftig gestaltet wird, nicht leer steht. Aber auch dort wusste man nichts zu sagen. Man kannte auch kaum das Haus, was da nicht saniert war. Also auch dort null Interesse, das zu ändern. Nur die Versicherung immerhin, dass es ihnen nicht gehört. Ja. Nun habe ich hier aus Bürgergesprächen immer mal gehört, dass es irgendwie zu der Zeit teilweise genossenschaftliches Wohnen hier gegeben haben soll. Und irgendwie wird immer wieder die Bahn, die ehemalige Reichsbahn erwähnt. Aber inwieweit das stimmt, weiß ich nicht. Das ist jetzt das Neueste für mich. Ich werde mich also versuchen, dort mal an die Bahn zu wenden. Vielleicht kriegt man ja da Auskunft. Komisch ist nur, ihr habt es ja selber gesehen, also dass die Vorseite, die Vorderseite des Hauses sieht gräulich aus. Die Fenster sind quasi tote Augen. Und der Hof ist natürlich auch der einzige, der eben naja, verwahrlost ist. Wo verwildert, kann man sagen. Verwildert. Und ja, also ich sag mal so, Denkmalschutz, dachte ich, sieht anders aus. Und ihr wisst ja selber, es gab gerade das große Problem mit dem Gründerzeithaus am Hasselbachplatz in der Sternstraße 2. Das ist sicherlich ein ganz anderes Gebäude an noch exponierterer Stelle, das ist richtig. Aber wir sind hier nun auch sehr innenstadtnah und das ist auch eine denkmalgeschützte Siedlung. Und seit 20 Jahren verfällt dieses Haus zunehmend. Das wird sicherlich nicht gleich morgen zusammenbrechen, aber es ist ja eine Frage der Zeit. Und wenn also nichts passiert, sich niemand drum kümmert und ich finde auch die Stadtverwaltung wäre in der Pflicht hier sozusagen sich über den Eigentümern und wenn sie nicht kennen, dann muss man sie ermitteln, das kann man alles machen. Dafür gibt es ja auch, was weiß ich, Flurkartenverzeichnis, ein Kataster im Grundbuchamt, da kann man sicherlich nachgucken, das ist für unsere einen ja nicht so einfach, aber die Stadt, die könnte das, dann kann man sich auch dahin wenden und mal anfragen, was hier eigentlich los ist, woran es liegt. Und so seit etwa, ich müsste jetzt schätzen, aber so ungefähr 93, 94 müssen da die letzten Mieter ausgezogen sein, während halt ringsherum, das könnt ihr heute ja selber sehen, alles schick saniert worden ist. Ja. Vor allem noch alles bewohnt, meiner Meinung nach. Man sieht keine leerstehenden Wohnungen. Nee, das kommt noch dazu. Es wird ja zu Recht immer darauf verwiesen, gerade in der Innenstadt, dass auch sozusagen bezahlbares Wohnen möglich sein soll. Dann sind wir hier nicht direkt in der Innenstadt, aber es sind 2,5 Haltestellen und dann bin ich am Hasselbachplatz. Also es ist wirklich eine tolle Wohngegend, auch eine grüne hier. Und also eine grüne Wohngegend, es wäre sicherlich kein Problem, die Wohnung zu vermieten. Das beweist ja auch, wie du sagst, wenn man ja
links und nach rechts schaut hier, ist es ganz wenig Leerstand da. Die Wohnungen sind auch hier in den Häusern jetzt nicht sehr groß. Die sind so im Schnitt um die 60 bis 75 Quadratmeter. Also viel größer sind die nicht, dass sie also sozusagen von den Mieten her auch nicht so teuer wären. Aber sie wären in jedem Fall ohne weiteres am Markt vermietbar, wenn sie denn nur mal endlich vernünftig hergerichtet werden würden. Wir wollen nicht falsch verstanden sein. Mieter haben ja berichtet, also die Straßenreinigung, der Winterdienst und diese Dinge, also die passieren. Also es muss jemand geben, der ja in irgendeiner Art und Weise dort beauftragt ist und sich verantwortlich fühlt. Das passiert. Deshalb wird auch die Stadt sagen, es ist jetzt keine Gefahr im Verzuge, ja, und es besteht keine Verkehrssicherungspflicht. Das mag ja alles sein. Aber meine Frage ist, wollen wir so lange warten? Wollen wir so lange warten, bis Teile, was weiß ich, von der Fassade möglicherweise herunterfallen und diesen Schandfleck so lange ertragen? Das kann doch nicht Ziel von Stadtentwicklung sein. Noch dazu nicht von denkmalgeschützter Bausubstanz sogar. Letzter Hinweis, es ist für 1995 hat das Stadtplanungsamt eine Broschüre herausgegeben über diese Siedlung hier, die Siedlung am Schneidersgarten, wo also über 100 Seiten hinweg auch nett bebildert die Historie dieser Geschichte, also dieser Siedlung erzählt wird. Das ist auch wirklich sehr interessant. Das Buch ist leider mittlerweile vergriffen. Ich habe noch eins davon im Büro. Aber wie gesagt, dort wird also auch festgestellt durch das Stadtplanungsamt, dass es eine schützenswerte Architektur ist. Offenbar will aber das Stadtplanungsamt sich heute selber nicht mehr so richtig daran erinnern, weil sonst müsste man eigentlich hier mehr unternehmen oder zumindest diejenigen, die was tun wollen bei der Ermittlung der Eigentümer, unterstützen. Das passiert bisher leider nicht. Auch die Volksstimme wurde beim Bauordnungsamt nicht fündig. Wir fragten beim Liegenschaftsamt nach, dort ist man aber nicht zuständig, weil sich das Grundstück in Privatbesitz befindet. Wir haben natürlich auch beim für Privatgrundstücke zuständigen Grundbuchamt beim Amtsgericht nachgefragt. Dort hat man auf unsere Anfrage bisher aber gar nicht reagiert. Vielleicht sieht ja jemand zu, der uns über den Eigentümer des Hauses Brunnerstraße 36 Auskunft geben kann. Denn wir wollen dem Eigentümer natürlich auch Gelegenheit geben, sich zu der Angelegenheit zu äußern. Die Telefonnummer und Mailadresse der Redaktion wird eingeblendet.